Social-Media-Kanäle, Plattformen und Foren im Internet sind Orte, an denen man sich selbst darstellen und sich vernetzen kann. Man kann Zustimmung, Zweifel und Abneigung mitteilen. Freie, kommunikative Orte also. Aber leider auch häufig Orte des Hasses, vor allem gegen Minderheiten. Wie gehen die Menschen, die von diesen rassistischen Anfeindungen betroffen sind, damit um? Und was tun wir, der ORF, mit Hetze auf den eigenen Social-Media-Kanälen? Adriana Juric hat nachgefragt. Wer auf Plattformen wie Facebook, Instagram, X oder TikTok durch die Kommentarspalten scrollt, Kommentare hinterlässt oder private Nachrichten von Unbekannten liest, wird zwangsläufig mit Hass im Netz konfrontiert. Dabei handelt es sich um hasserfüllte Inhalte, die sich gegen Einzelpersonen oder Gruppen richten. Besonders betroffen von abwertenden Äußerungen im Netz sind Frauen, queere Menschen und Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund. So auch Lena. Nachdem ein Interview mit ihr auf TikTok veröffentlicht wurde, füllte sich die Kommentarspalte mit rassistischen Äußerungen. Also mir wurde einmal gesagt, dass ich mich selber diskriminiere. Also solche Sachen kommen sehr oft. In Bezug dessen, dass ich mich ja selber entscheide, ein Kopftuch zu tragen. Und ich es dann natürlich auch ablegen kann, was ich kann. Aber ich will es ja nicht, das ist ja meine eigene Entscheidung. Oder sie sind verwirrt, dass ich gut Deutsch kann. Solche Sachen kommen sehr oft. Oder ja, ich soll zurückgehen, woher ich gekommen bin. Und dann bin ich, ja, ich bin aber hier geboren. Ich kann nirgendwo zurückgehen sonst. Die Philosophin und Autorin Amani Abu Zahra teilt regelmäßig Inhalte zu Themen wie antimuslimischem Rassismus, Islam und Interkulturalität auf Facebook und Instagram. Für ihre Arbeit bekommt sie aber nicht nur Zuspruch. Ich glaube generell, also kommt bei mir einiges zusammen. Also ich glaube schon, dass Frauen viel mehr von Online-Hass betroffen sind. Bei mir kommt halt noch die Tatsache dazu, als sichtbare Muslimin mit Hijab. Also am Anfang hat mich das schon sehr getroffen, als da so die ersten E-Mails mit Hassinhalten reingeflattert sind. Man muss sich das mal vorstellen, die Leute suchen sich ja dann ganz gezielt meine E-Mail-Adresse raus, machen sich da die Mühe oder auch auf Social Media, dass sie mir da entweder drunter kommentieren oder mich privat anschreiben, nur dass sie da ihre rassistischen Sager da raushauen, das hat mich getroffen. Im Vorjahr wurden der Antirassismusberatungsstelle ZARA rund 1300 rassistische Vorfälle gemeldet. Knapp 60% betreffen Online-Rassismus. Laut ZARA-Beraterin Gollroch sind es hauptsächlich Kommentare auf Social-Media-Plattformen oder Online-Foren. Hemmschwelle ist einfach niedriger, wenn man im Internet unterwegs ist. Und Rassismus ist im Online-Bereich einfach sichtbarer und damit auch greifbarer und kann uns somit auch leichter gemeldet werden. Beispielsweise schicken uns die Personen dann auch Screenshots, die essentiell sind für weitere Schritte. Also online erlauben sich die Leute gefühlt viel mehr, wie wenn sie mir auf der Straße begegnen oder nach einem Arbeitstermin, nach einem Vortrag, nach einer Lesung von mir. Die Leute sind anscheinend da viel schneller dran, ihren Rassismus rauszulassen, ihre Vorurteile und Klischees da einfach niederzutippen, so quasi vom Schreibtisch oder von einer vermeintlichen Anonymität aus. Und dadurch ist es teilweise schon heftig, was sie da auch schreiben. Ob unter Postings von InfluencerInnen, PolitikerInnen oder unter den Artikeln von Online-Medien. Heute kann sich jeder bequem zu allem äußern. Auf den Social-Media-Kanälen des ORF trudeln täglich bis zu 20.000 Kommentare ein. Darunter auch rassistische, islamophobe oder antisemitische. Was konkrete Kommentare betrifft, lässt sich feststellen, dass das sowohl gegen einzelne Personen gerichtet ist, also Rassismus betrifft ORF-Persönlichkeiten, betrifft Personen, die hier in unseren Sendungen vorkommen, aber mitunter auch Userinnen und User, die sich hier auf unseren Plattformen austauschen wollen. Andererseits treffen wir natürlich auch sehr häufig auf globalere Dinge, auf Verunglimpfungen ganzer Gruppen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass sich hier die Tonalität mit dem Nahostkonflikt verstärkt hat, verschärft hat. Die automatische Löschung rassistischer Inhalte durch Plattformen wie Facebook und Co. ist in der Praxis nicht zuverlässig. Deshalb greifen große Medienhäuser wie der ORF auf Content-ModeratorInnen zurück, die Kommentare unter den Artikeln sichten und bewerten. Helge Oswald und sein Team im ORF Community Management setzen zudem auf automatisierte Systeme.
Tatsächlich ist es so, dass wir den Großteil der problematischen Inhalte löschen. Nicht alles wird gemeldet, aber tatsächlich gibt es auch immer wieder mal Kommentare, die hier in einem Ausmaß problematisch sind, bei dem wir sagen, das muss gemeldet werden. Beispielsweise gibt es hier im Innenministerium Meldestellen für Wiederbetätigung, aber auch für Extremismus und Terrorismus. Trotz aller Bemühungen bleiben dennoch vereinzelt rassistische Kommentare stehen. Aber längst nicht alle Online-Medien prüfen ihre Kommentarspalte regelmäßig. Menschen wie Lena und Amani Abusacha sind daher täglich, ob direkt oder indirekt, Rassismus in der digitalen Welt ausgesetzt. Um sich vor rassistischen Attacken zu schützen, ergreifen sie unterschiedliche Maßnahmen. Ich hatte Social Media für einige Monate sogar nicht, weil ich eben, es hat einen so sehr runtergezogen, zu sehen, dass andere Personen oder man selbst einfach gemobbt wird, beleidigt wird. Ich habe dann selber gedacht, dass ich kann mich nicht davor verstecken. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch wieder Social Media zu haben, sichtbare Muslimin zu sein, die halt Kopftuch trägt und Migrationshintergrund hat, dass ich mich quasi nicht verstecke, sondern auch für mich selber einstehe, weil wenn ich weglaufe, ändert sich das Problem nicht. Prinzipiell habe ich den Zugang, nicht darauf zu antworten. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt den Leuten anscheinend nur noch mehr, ich übergebe ihnen da nur noch mehr Macht, weiterzumachen. Und es kommt nicht zu einem Ende oder zu einem Stopp. Also das, was ich schon mache, ist, dass ich das melde. Wir sind mit verschiedenen Plattformen in Kontakt. Also wir haben da auch eigene Kontaktpersonen. Und wir haben die Möglichkeit, Entfernungen von Hasskommentaren oder anderen problematischen Inhalten zu beantragen. Und in der Regel werden diese schneller und auch effizienter behandelt. Trotz zahlreicher rassistischer Kommentare im Netz sind viele NutzerInnen nur stille Beobachter. Die tatsächliche Meinung der Mehrheit wird kaum sichtbar. Neben rechtlicher und politischer Unterstützung ist daher auch ein verantwortungsbewusster Umgang der Medien und der Gesellschaft notwendig, um Betroffene zu stärken und die Vielfalt der Perspektiven im Netz zu bewahren. Es gibt ja so Shitstorms, wo Personen wirklich so eine Hasswelle zu spüren bekommen. Und es gibt Gegenbewegungen wie den Lovestorm, wo dann Personen, also viele Personen, statt Hasskommentare auch noch dazulassen, dass sie dann stattdessen positive Kommentare hinterlassen, die dann eben quasi diese Gegenbewegung gegen diese Hasskommentare sind. Und solche Gegenbewegungen sind enorm wichtig, weil das eben diese Solidarität und diesen Zusammenhalt zeigt. Ja, ich glaube, wenn man nicht von Rassismus betroffen ist, hat man die Wahl, ob man sich damit auseinandersetzt. Bist du aber von Rassismus betroffen, wirst du automatisch damit beschäftigt. Entweder dagegenhalten oder sich mit dieser Beleidigung auseinandersetzen. Es macht auch was emotional mit dir. Und ich finde es daher umso wichtiger, dass all jene, die von Rassismus nicht betroffen sind, laut dagegenhalten. Das Problem ist nämlich, wenn man online viel Hass abbekommt, hat man manchmal den Eindruck, dass das die Mehrheit ist. Ist aber nicht die Mehrheit. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass all jene, die nicht damit einverstanden sind, die genauso gegen Rassismus sind, sich da zu Wort melden, laut sind und Betroffenen zeigen, ihr seid nicht alleine. Und die Hetzer und Schreier sind schon gar nicht die Mehrheit.